So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde der Afterbirth. Beim letzten Mal haben wir eine Challenge gemacht und da hatten wir einfach ein bisschen Pech. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wir hatten einfach Pech. Denn wir hatten das Problem, dass wir einfach nur schlechte Items bekommen haben. Und das war sehr, sehr unlucky. Ihr seht ja, wir haben ja einiges freigeschaltet schon und abgeschlossen. Wir müssen theoretisch gesehen mit dem blauen Baby und mit Lazarus noch durch. Und ich würde aber sagen, wir spielen heute mal... wir spielen heute mal einen Greed-Mode. Denn ich habe Bock auf einen Greed-Mode. Greed-Mode ist immer sehr, sehr lustig. Man sieht sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Items. Ah, bevor ich wieder vergesse, ne? Missing Hut. Nicht, dass ich es wieder nicht anhabe. Irgendwie vergesse ich immer, das vorher anzumachen. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, dann gucken wir mal. Oh, das fängt ja schon richtig gut an. Wir müssen sowieso noch ein paar Mal Greed-Mode machen. Fragezeichen. Okay. Weil... Oh, Squeezy, Alter. Das ist auch richtig swaggy. Und hier ist noch eine... Oh, hier sind ja richtig geile Sachen drin, ey. Holy moly. Gut, alles klar. Gucken wir mal an. Ja, wir müssen sowieso noch ein paar Mal den Greed-Mode machen, denn ich habe schon gelesen in den Kommentaren, ich soll den Keeper freischalten. Und der Keeper... Der Keeper, liebe Leute, den schaltet man nur frei, wenn man in der Greed-Maschine 999 Münzen hat. Und das ist, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, eine langwierige Aufgabe. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 300 drin. Wir haben aber auch noch nicht so oft den Greed-Mode gespielt. Und noch nicht so erfolgreich. Ich habe gesehen, einige YouTuber haben das schon wieder so gemacht. Die haben schon wieder so einen Bug ausgenutzt. Oder kein Bug, aber so eine, ja, doch schon ein Bug eigentlich. Es gab nämlich eine Möglichkeit, den Greed-Mode ständig zu resetten mit ein paar Items, mit einer bestimmten Item-Kombination. Das heißt, du konntest den Greed-Bosskampf mehrmals machen und immer wieder Münzen reinkloppen. Und du hattest immer wieder dieselbe Anzahl an Münzen, die du vorher auch schon hattest. Das heißt, du hattest 99 Münzen, hast dich quasi mit diesem Time-Warp zurückgeholt und hattest dann wieder 99 Münzen und konntest die wieder da reinstopfen. Und ja, das ist ja ziemlich räudig. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das so mache, aber das ist ähnlich wie bei The Lost, da gab es ja damals auch einen Bug, wie man mit The Lost relativ leicht alles schaffen konnte, indem man quasi unsterblich war. Da gab es so einen Guppy-Cat-Bug mit Guppy-Items. Und da habe ich auch schon überlegt, ob ich das so mache, aber dann dachte ich mir, nee, komm, das ist ein bisschen zu blöde. Ist ja nicht der Sinn der Sache hier, so da durchzugehen. Wir machen jetzt Folgendes, und zwar gucken wir erstmal uns die Bombe hier an. Zack. Wenn wir Glück haben, ja. Das war doch schon mal worth. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, den Schlüssel zu nehmen. Wir nehmen erstmal den Schlüssel, weil wir brauchen ja sowieso einen, um... warte mal, das Herz können wir ja mitnehmen. Um hier wenigstens den Schatzraum aufzumachen. Oh, nee, oder? Oh, das war ja richtig lucky. Holy shit. Oh, wir haben den Schlüssel gespart. Nice. Dann gucken wir nochmal hier. Wow. Das wäre echt gemein. Perfro Change, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool sogar. Oh, Schiss, Alter. Wisst ihr, was richtig kacke ist? Dass man bei dem Boss auch noch einen Timer hat. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir Pech haben, verrecken wir nämlich jetzt. Wenn wir Pech haben, verrecken wir jetzt. Yep, yep, yep. Ja, wir verrecken jetzt. Safe call. Ja. Ba ba da ba 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 da ba da da. Oh Gott, ey.
Oh mein Gott, ey. Ja. Destruction Hagalas. Ja, das ist ehrlich gesagt ziemlich unlucky. Aber egal, wir machen uns jetzt erstmal nichts draus. Wir gehen trotzdem einfach ganz normal jetzt hier den Boss machen. Weißt du, da kriegen wir dann so leichte Bosse, ne? Der Rackman ist halt echt scheiße. Ist halt echt kacka. Der Knockback-Effekt von Piskis ist, ehrlich gesagt, ziemlich geil. Gerade gegen solche Gegner wie den kleinen Spassi hier. Wie mich das immer trifft, ne? Wenn die so aufplatzen. Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, da trifft mich immer wieder. Weil er zu schnell ist. Nice. So, gehen wir mal rein. Alles klar. Kann das Vieh auch sterben oder wie sieht das aus? Nice. Dann würde ich sagen, nehmen wir das mit. Na, nehmen wir mit. Gibt einen Damage Buff, gibt Penetrative Shots. Ja, braucht man glaube ich nicht erklären, warum man das mitnimmt. Das ist ein ziemlich geiles Item. Wir haben immer noch Perfro, womit wir immer noch ein Item changen können, was sehr gut ist. Der Sündenraum hat uns, glaube ich, wieder mehr gekostet, als er uns gebracht hat. Das ist ein bisschen... Wobei, nee, der gab uns ja diese Pille mit Perfro. Ja, muss man mal gucken, ob sie uns mehr bringt. Werden wir gleich mal sehen. Ach, den Schlüssel haben wir ja gerade benutzt. Genau, so war das. Das Herz können wir eigentlich mal mitnehmen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben hier noch Schlüssel. Ich würde hier sogar den Schlüssel mitnehmen wollen, weil wir hier mal eben gucken können. Mom's Wick. Das ist ziemlich geil, das Ding. Spawnen wir immer mal wieder ein paar Spinnen. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es ist abhängig davon, wie viele Gegner wir töten, oder? War das nicht so? Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, es ist immer vom Gegner abhängig. Ihr merkt schon, ne? Mit mehr Damage ist das auf einmal ganz leicht hier. Vor allem mit dem Penetrative Shot. Macht das Ganze auf einmal sehr, sehr leicht, ja. Ich will nicht sagen super leicht, so dass wir hier alles easy schaffen, aber naja. Auf jeden Fall geht schon in die richtige Richtung. Hat er sich gerade zu seiner eigenen Bombe teleportet? Irgendwie nicht so intelligent. Das ist irgendwie nicht so klug, irgendwie. Also auch nicht. So, dann zeig mal her, was kannst du denn? Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier. Okay, das ist ziemlich mies. Der Boss ist ziemlich mies, ey. Ich treffe die leider von hier hinten nicht. Oh, fuck it, Alter. Komm schon. Wieso machen die mir ein Herz Damage? Ich krieg einen Kollaps. Uff. Okay. Gut, lassen wir das. Wir brauchen eine Bombe. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bombe. Zwei sogar wären besser noch. Ich fress ein Besen, ey. Echt. Ah, oh Gott. Das kann nicht wahr sein, ey. Oh, ne, oder? Ich finde, die erste Ebene ist ehrlich gesagt immer eine der schwierigsten, weil man da noch keinen Teufelsstil hat. Man hat meistens nicht mal den Vorteil. Ich meine, wir haben jetzt noch den Vorteil mit dem Toothpicks. Wir haben jetzt hier immerhin Attack Speed.
und Shot Speed. Aber normalerweise hat man das nicht. Also man hat oft nicht den Luck einfach und kriegt solche Items. Warum laufe ich? Ich will halt einen Anfang. Isaac, please. Der Tilt ist real. Tilt ist einfach motherfucking real. Das sind zum Beispiel extrem schlimme Gegner, weil du zum Anfang die Spinnen halt töten musst schon. Und dann noch die Spinnen, die weitere Spinnen spawnen. Das ist super ätzend. Und die Spinnen haben ein ultra behindertes Movement. Boah, alter Tschüss, ey. Erstmal die Fliege. Oh nein, es läuft bei mir. Aber ihr merkt schon, ne? Gerade am Anfang kann man echt sehr schnell getroffen werden. Und das sind jetzt nur die normalen Gegner, ne? Gleich kommt noch der Boss. Das ist eine Spur schlimmer dann. Ich hole mir erstmal die Raw Liver, glaube ich, gleich. Gibt uns nochmal ein bisschen HP. Ich glaube, die macht uns ein bisschen langsamer, wenn ich mich nicht irre. Aber ist, glaube ich, in Ordnung. So, wir holen uns die Raw Liver. Ne, die macht uns nicht mal langsamer, okay. Dann holen wir uns das noch. Hätten wir eigentlich auch... wir hätten uns das auch noch sparen können, theoretisch gesehen. Weil wir noch eventuell in den Sündenraum einmal wollen. Aber wir brauchen hier gerade so viele Sachen. Also wir brauchen theoretisch noch eine Bombe. So, eine Bombe brauchen wir theoretisch. Am besten wären sogar zwei. Weil wir dann auch noch die blauen Flammen wegmachen können. Ach komm schon, ey. Pünktlich zum zweiten Boss. Ist das Pin? Ja, ist Pin, oder? Nee. Oh, komm schon. No. No, 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 no. Oh, come on, ey. Ich hasse diesen Boss so sehr, ne? Allein diese kleinen Viecher hier, die sind so ätzend zu treffen. Weil die immer ganz komisch laufen. Und irgendwann quetschen die einen ein. Das ist super ätzend. Keine Ahnung, das ist echt mein Hass-Boss schlechthin in Rebirth. Vor allen Dingen, das Schlimmste daran ist, dann hat man beim Bossfight sowas wie den hier. Und dann hat man beim Sünden, hier beim Teufelsstil-Fight, hat man dann so einen übelsten Lappi-Boss. So halt wie Pin oder so. Wo du dir nur denkst, yo, geile Sache. Hätte man auch mal vorher machen können, ne? Warum sind die Teufelsstil-Bosse nicht schwerer als die fucking anderen Bosse? Aber naja. So, ab geht's. Ja, seht ihr das? Der geht eigentlich auch noch. Der ist eigentlich auch relativ tricky sogar. Also was heißt tricky? Er ist eigentlich easy. Aber man kann hier manchmal getroffen werden, weil der einige Male... Ich weiß nicht, wieso der das macht, aber der macht manchmal so einen super schnellen Sprung. Seht ihr das? Jetzt springt er zum Beispiel super langsam. Und manchmal... Da, seht ihr das? Springt er super schnell. Das ist super kacke. Da muss man echt vorsichtig sein. Wenn er einsaugt, macht er danach immer so einen Kotzstrahl. Dann müsst ihr einfach weglaufen. Da, jetzt springt er wieder langsam. Ah, jetzt springt er zum Beispiel schnell. Und du kriegst halt... Manchmal hast du gar keine Zeit, um da wegzurennen. Das ist super ätzend. Eigentlich immer nach diesem normalen Sprung springt er dann relativ schnell. Ja, manchmal kann er noch furzen, genau. Dann kommen noch so Scheißviecher. Gott, ey. Tschüss. Und der hält echt viel aus. Das seht ihr ja schon. Der hält echt super viel aus, der Boss. So, wir haben ihn endlich geschafft, ne? Also. So, dann gucken wir mal. Da haut mich jetzt nicht vom Hocker. Da sind doch wieder Spinnen und Trollbomben drin. Safe Call. Ja, es ist so klar. Ja, gut ist auch was anderes, ne? Okay, dann machen wir folgendes. Wir holen uns den Schlüssel. Wir haben leider keine Bombe hier, ey. Fuck. Wir haben leider keine Bombe. Das ist ätzend. Vielleicht kriegen wir hier noch ein Bomben-Item oder so. Ich meine... Kane's aber, ey. Haut mich nicht vom Hocker, bin ich ehrlich. Haut mich echt nicht vom Hocker.
Ah, okay, gut. Alles klar. Die erste Ebene war schon mal echt relativ Müll. Gut, wir haben ein HP-Upgrade bekommen, was sehr gut ist. Eigentlich 2 HPs. Ist eigentlich okay. Aber wir brauchen jetzt trotzdem ein bisschen was Besseres. Der Teufelsstil war auch Gürze. Der Magic 8 Ball ist leider auch echt scheiße. Ja, mal gucken. Was haben wir hier? Hier haben wir einmal ein Speed-Upgrade. Wir haben einmal Chaos. Chaos ist eigentlich ein Item, was ich immer gerne mitnehme. Weil das ganz cool ist für den Run. Es bringt nämlich ja, was Cooles in den Run mit rein. Und zwar kann man dann im Shop auch teilweise Teufelsstil-Items kaufen. Und hier zum Beispiel auch Teufelsstil-Items finden. Dafür kann man aber auch im Teufelsstil etwas schlechtere Items bekommen. Was aber vollkommen worth ist. Denn beim Greed Mode geht es ja darum, Items zu kaufen für Coins. Und dadurch, dass du dann im normalen Shop tolle Items kaufen kannst, ist das eigentlich wieder worth. Oder ich finde es zumindest in dem Fall worth. Weil du kannst teilweise Pentagramm und solche Sachen kaufen für Coins, die du normalerweise nur im Teufelsstil bekommst. Und das ist echt ganz cool. Auch im Schatzraum können dann geile Sachen drin sein, ne? Wir haben ja noch jedes Mal 2 Schatzräume. Das kommt ja auch noch dazu. Ist eigentlich echt cool. Die Bouncing Tears, merkt ihr ja schon, ne? Die sind eigentlich auch ganz geil. Geht eigentlich auch ziemlich ab. Wenn man dann noch mehr Schaden hat, ist das sogar noch besser. Dann trifft man mehrere Gegner direkt. Weil die Kugeln ja größer sind, logischerweise. Einfach mal die Fliege benutzt, einfach mal die Spinne benutzt, um die anderen Gegner wegzusprengen. Easy. So, komm ran. Nice. So, also, wir haben jetzt hier einige Münzen. So, was wollten wir machen? Wir wollten uns Chaos kaufen. Oder kaufen wir uns Chaos erst nach dem ersten Teufelsdeal? Schwierig. Das ist jetzt tricky. Ich würde sogar fast sagen, wir kaufen uns das erst nach dem ersten Teufelsdeal. Weil der erste Teufelsdeal kann dann noch normale Teufelsdeal-Items beinhalten. Und wenn wir uns das dann erst danach kaufen, dann haben wir den Vorteil, dass wir die Shop-Items können wir eh nicht mehr ändern. Also können wir schon mit dem Automat, aber dafür bräuchten wir eine Bombe oder wir stopfen halt Münzen rein. Aber den Vorteil, den wir dadurch haben, dass wir auf jeden Fall ein Teufelsdeal-Item bekommen. Es sei denn, da sind Kisten drin. Aber das ist ja, kann ja immer passieren. Und dadurch, dass wir die Schatzräume und so eh schon aufgemacht haben, wäre das eigentlich gar nicht mal bad. Alter, ey, die Spinnen sind immer noch so lästig, ey. Okay, nice. So, folgendes. Ich möchte eigentlich nur eine Bombe haben. Deswegen hole ich mir jetzt das Herz. Ich hoffe. Ah, ich glaube, man kriegt nur eine Bombe, wenn man eins der Items hier wegmacht. Eventuell. Ah, scheiße, ey. Weil hier haben wir den Vorteil, dass wir hier noch eine Sündenraumkiste haben. Eine Teufelskiste. Oh, tschüss, Alter. Ah, geht aber. Momentan noch machbar. Na, kann man machen. Kann man echt machen. Okay, das ist mir noch nie passiert. Holy shit. Ich bin noch nie in so einem Loch gewesen. Holy shit. Na komm, get wrecked. Na so, alles klar. Gut, gehen wir rein. Okay. Ja, folgendes. Da muss ich mal nachgucken. Lord of the Pit ist das eine. Das bringt das wirklich nur die Flügel? Oder bringt das auch noch Speed? Speed up. Findet ihr das worth? 2 Herzen, um zu fliegen? Ich finde halt, fliegen ist in dem Greed-Mode irgendwie nicht so geil, weil
Du hast halt da nicht wirklich was. Also wir könnten uns damit halt die Dings holen, die Sündenraumkiste. Ach komm, wir machen das mal. Who cares, ey. Wir können uns damit die Sündenraumkiste holen. Wir können die Sündenräume generell immer leichter betreten. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gut, dann machen wir folgendes. Wir gehen hier rein. Nehmen uns die Münzen mit. Holen wir uns mal kurz das hier. So. Wir hätten uns das auch aufsparen können, aber ich will nochmal den hier füttern. Nice. Speed up, size down. So, jetzt haben wir noch mal ein Leben. Dann haben wir noch hier den Hanged Man und die Pille. Infested, okay. So, wir wollten Chaos mitnehmen. Und wir könnten theoretisch gesehen auch... Oh, wir kriegen ja auch noch Items. Das wusste ich gar nicht. Fuck. Wir können theoretisch gesehen auch noch das Ding hier mitnehmen. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Nee, wir lassen das mal. Weil wir können uns eventuell jetzt in der nächsten Ebene ein cooles Teufelsstil-Item kaufen. Für 15 Münzen. Von daher lassen wir das mal. Lassen wir das einfach mal so stehen. So, jetzt gucken wir mal hier rein. So, okay. Da haben wir schon mal Book of Sin. Da wäre natürlich die Batterie jetzt extrem geil gewesen, ne? Hier haben wir den Champion Belt. Auch ein super Item. Gibt ein Damage Upgrade. Klar, macht auch die Gegner öfter zu Champions. Aber ist okay. Ha, okay, Guppy-Items. Oh, der Bait. Der krasse Bait, Leute. Der krasse Bait. Der krasse Bait. Ich weiß nicht, ob der Guppy-Tail increases the chance to find a chest at the end of the room. Ich weiß nicht, ob das auch auf den Greed-Mode geht. Ich glaube nämlich nicht. Das ist nämlich die Sache. Ah, eigentlich will ich die Items gar nicht mitnehmen, weil die sind nicht so geil. Man könnte halt damit wieder auf Guppy gehen. Erstmal gucken, wie weit wir hier sowieso kommen. Weil es ja gar nicht gesagt, dass wir hier überhaupt noch weit kommen. Ich darf halt wieder hier mittendrin reinscheißen. Aha. Welcher Scheiße hat mich da gerade getroffen? Die Scheißfliege? Komm schon, Mate, ey. Das Problem ist halt, die Guppy-Items geben halt keine Combat-Stats so wirklich.